Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Endlich ist er wieder zurück. Ihr habt ungefähr ein halbes Jahr warten müssen und es gab viele, viele Mails und viele, viele Nachfragen, was denn jetzt eigentlich mit Christian Menzel ist. Bitte schön, da ist er. Christian! Hallo, grüßt euch. Ist das ein halbes Jahr her mit uns? Das ist ein halbes, ich habe gerade eben nachgeguckt. Anfang Januar haben wir uns das letzte Mal hier gesprochen. Ehrlich? Die Leute denken schon, wir hätten uns gestritten. Ich habe dir irgendeine Frau ausgespannt oder so. Aber nein, wir können uns beruhigen. Ist alles in Ordnung, oder? Alles in Ordnung, ja, aber die Zeit vergeht. Das ist, ich hätte jetzt gedacht, das ist 3 Monate her oder so. Ja, eben. Ich eigentlich auch. Vielleicht habe ich auch ein Video übersehen. Aber nee, tatsächlich im Januar, okay. Anfang Januar war es soweit. Haben wir uns noch ein frohes neues Jahr gewünscht. Ja. Du, aber du bist ja viel unterwegs und das freut mich ganz besonders. Du hast einfach wenig Zeit, ne? Das ist genau die Thematik. Ich habe wirklich wenig Zeit. Ist gerade ein bisschen laut, hört man mich noch. Hier sind laute Geräusche im Hintergrund, da komme ich aber dann später zu, warum das so hier so laut ist. Ja? Ja. Da fliegt was in der Luft hier. Hier wird viel geflogen, da wo ich im Moment bin. Ja, ich bin in der Tat wirklich total viel unterwegs, deswegen kommt mir das auch bei Weitem nicht so lange vor mit uns hier mit Januar oder so, bin jetzt total verwundert. Und deswegen verfliegt die Zeit auch. Und gerade die letzten 2 Monate sind rumgegangen wie nichts und ich bin wirklich, habe viel zu tun. Ich habe ja diverse Baustellen, die ich abarbeite. Man kennt Fastlab, da gibt es immer wieder mal einen Dreh. Dann bin ich sehr viel unterwegs mit dem Porsche Carrera Cup und Porsche Super Cup. Da bin ich ja als Driver Advisor aktiv. Dann hatten wir 24-Stunden-Rennen. Wir hatten diverse VLN-Rennen oder NLS heißt das ja jetzt. Ja. Rennen, die ich dann auf dem KTM gefahren bin. Und so muss ich zugeben, ist mein also ich glaube, so seit März, Anfang April hatte ich, glaube ich, ein Wochenende, wo mal nichts war. Aber ansonsten bin ich nur unterwegs. Krass, eigentlich beneidenswert. Aber wir müssen jetzt gleich über ganz viele Themen reden, was du eben schon angesprochen hast. Aber bevor wir dazu kommen, soll ich dir was sagen? Ich habe einen Sponsor für diese Folge. Es ist die Firma NordVPN. Die machen ein Virtual Private Network. Sagt dir das was? Das sagt mir nichts, nein. Dann wird es Zeit, dass ich es dir erkläre. Und zwar braucht es eigentlich unbedingt einer wie du, der dauernd unterwegs ist. Wenn du im Internet surfst, dann bist du angreifbar? Das sage ich dir jetzt mal, weil da kommt doch immer diese Meldung, wenn du im Café dich irgendwie ins WLAN einloggst oder im Hotel, Achtung, diese Verbindung ist nicht sicher. Und mit einem Virtual Private Network ist jede Verbindung sicher. Da wird nämlich eine Art Tunnel gegraben zu einem sicheren Server und man kann das von außen nicht mehr angreifen. Wenn du jetzt deine Bankgeschäfte machst und ich weiß, bei dir ist viel zu holen, dann sollte man sich das genau überlegen, ob man das in einem offenen Netz macht oder ob man sich da irgendwie so ein bisschen abkapselt. Und ich verrate jetzt das Allertollste übrigens. Es gibt ja Rennserien, die irgendwo im Ausland laufen und die kannst du ja immer nicht gucken, wenn das nur da im Fernsehen übertragen wird. Weißt du, hast du ja vielleicht auch schon mal erlebt. Diese Serie oder dieser Sender ist in deinem Land nicht zugelassen und das kannst du auch damit verhindern. Die haben nämlich irgendwie, glaube ich, 1000 Server rund um den Globus verteilt und du kannst dich dann einfach einloggen über einen Server in dem Land und schon denkt der Sender, du sitzt in dem Land. Also wenn du zum Beispiel irgendwas in Amerika gucken willst, dann sagst du einfach, ich nehme den amerikanischen Server und schon kannst du alles gucken, was da läuft. Habe ich neulich mal gemacht bei einer Doku über Motorsport. Die lief irgendwie nur auf irgendeinem amerikanischen Sender und so konnte man das gucken. Und ich bin ganz begeistert und auch für Technik-Nicht-Nerds wie dich, man richtet das einmal ein, installiert die App und schon ist man sicher unterwegs und muss sich um nichts mehr kümmern. Und jetzt sage ich dir das Allertollste für einen Sparfuchs wie dich. Es gibt 73% Rabatt mit dem Alte-Schule-Rabattcode. Alte Schule ist der Code und www.nordvpn.com/alte-schule ist die Seite, wo man das abschließen kann. Solltest du dir mal angucken und jetzt haben wir genug Werbung gemacht, jetzt geht's um deine Themen. Jetzt bist du weg, vor lauter Schreck. Jetzt bin ich weg. Das ist das Problem. Hast du schnell ein VPN-Netz installiert oder was ist los? Nee, jetzt kriege ich gerade einen Anruf und ja. das ist ja das, wo ich nicht, weißt du was, genau, ich mache jetzt mal Folgendes. Wir machen mal Folgendes, ich gehe jetzt mal hin und werde auf Flugmodus gehen, ja. Ja, aber das WLAN immer noch offen halten. Jetzt bin ich gespannt. Meinst du, das schaffe ich? Ja, soll ich noch ein bisschen was über NordVPN erzählen? Schneiden wir das raus? Wir lassen alles drin. Pass mal auf, ich gucke mal, ob ich das jetzt hier hinkriege. Jetzt, wo es gerade so gut läuft. Ja, pass mal auf. So, ich gehe in den Flugmodus und ich habe WLAN immer noch offen. So, das heißt, es kann jetzt keiner mehr anrufen. Ich sehe dich immer noch. So, wieso kriegt eigentlich der 80-jährige Rainer Braun das ohne Probleme immerhin?
Ja, du, wir brauchen Vorbilder, oder? Wir brauchen Vorbilder. Ja. Und Rainer Braun war immer eines meiner ganz großen Vorbilder. Ja? So. Ich glaube, dass das deine Frau macht im Hintergrund, die Britta, die macht das. Ich glaube auch. Ja, bestimmt sogar. Aber ich habe da wirklich, als ihr damals auch angefangen habt, alles einzurichten und ich habe da so drüber gelacht, wie er da sagte, ja, ich hier mit meinen 79 Jahren, da war er noch 79, ja. Ich muss jetzt hier sowas machen, aber es funktioniert irgendwie. Das fand ich total herrlich. Ich hab mich da persönlich gesehen bei. Ja? Ja. Ich bin in so Dingen leider auch nicht gut. Und deswegen, deine Werbung war aber gar nicht so schlecht. Ich finde auch dieses Phishing von Daten und alles, was man so tut und macht, es ist... ein wichtiges Thema. Kann vielleicht auch mal kritisch werden. Ne? Ja. Wir werden immer erst dann hellhörig, wenn wir mal betroffen sind und sagen, hey, jetzt hat man mir Daten geklaut oder so. Ja? Und überleg mal, was du bis alles dahin läuft's gut. Ja, und überleg mal, was du alles auf dem Handy und auf dem Laptop mit dir rumschleppst. Also ich habe es tatsächlich, absolut. Mein Gott, also man kann das nutzen oder nicht, aber ich benutze es wirklich und man richtet das einmal ein und hat nie wieder was damit zu tun und eigentlich ein ganz gutes Gefühl und das ist wirklich nicht teuer und 73% Rabatt ist natürlich auch eine ganze Menge. Ne? Aber das ist... Ich finde, es ist eine gute Sache und gerade, also wofür ich es wirklich oft nutze, ist irgendwelche ausländischen Fernsehsender gucken, weil das finde ich ganz cool. Und ich meine, du bist jetzt gerade, kommen wir jetzt gleich drauf, bist in Österreich, ich habe auch eine österreichische Frau, da verschwindet das Geld aus dem eigenen Portemonnaie ins andere, so schnell kann man gar nicht gucken. Ich möchte gar nicht wissen, wie das online bei denen ist. Da sitzt immer ist jemand. Das bei österreichischen Frauen so? Ja, ich kenne hier keine. Um Gottes Willen. Christian, natürlich wollen wir nicht alle österreichischen Frauen über einen Kamm scheren und auch meine Frau gehört nicht dazu. Du hast sie ja schon ein paar Mal durchs Bild laufen sehen, offline und das, nein, das, so ist es nicht. Ich bin mir natürlich um keinen plumpen Scherz zu schade und so war es auch in diesem Fall. Wir leben gefährlich. Frauen sind Traum. Ganz gefährlich. Ja. Me too at its best. Ja. Sag mal, du bist in Österreich, am Red Bull Ring. Ja. In der Tat. Und zwar haben wir ja hier zwei Formel-1-Rennwochenenden nacheinander. Und der Porsche Supercup ist auch zweimal jetzt hier. Mhm. Und naja, und deswegen bleibe ich jetzt auch hier, weil es sich nicht wirklich lohnt, nochmal den langen Weg zurückzufahren oder so. Und ich habe das Fahrrad dabei und Wetter ist toll. Ja, kann man mal ein bisschen sich draußen bewegen oder auch mal die freie Zeit ein bisschen nutzen. Also ich habe viel mitgenommen fürs Büro und dann gehe ich heute noch zum Friseur. Da muss ich gleich mal hinfahren. Ich habe gesehen, da hinten ist ein Friseurladen. Da frage ich mal, ob die Zeit haben, mir die Haare zu schneiden. Naja, und so kann man halt eine ganze Menge nebenbei noch machen. Ne? Ja. Ja, das ist gar nicht schlecht. Ne? Bisschen Beauty, bisschen Büro, eigentlich so das normale Homeoffice-Tun. Ne? Wie genau. Ist das? Das ist ja ganz interessant. Formel 1, zwei Wochen hintereinander in Österreich. Jetzt kommt das Wochenende der große Österreich-Grand Prix. Und es gibt noch Tickets, habe ich gerade gesehen. Ich habe auf der Seite geschaut. Es gibt noch Paddock-Club-Tickets von Freitag bis Sonntag für 4.480 Euro. Also wer sich spontan entscheiden will, der ne, ist herzlich willkommen. Das sind die Tickets, die ich immer bevorzuge. Ja. Ich weiß, ja genau. Ich bin so ein VIP-Typ und ich mag das eigentlich ganz gern, wenn man dann so den roten Teppich ausgerollt bekommt und so. Und ein Schnittchen isst und dann das so Formel-1-Rennen auf dem Monitor in der Lounge anguckt. Hast du schon Prominente gesehen? Ich gucke dann so von oben herab, gucke ich mir das dann an. Guckst du dir das dann an? Ja. Hast du schon Prominente gesehen oder was machst du da? Naja gut, ich bin ja in andere Funktionen tätig. Ich bin der Driver Advisor im Porsche Supercup, aber auch im Porsche Carrera Cup Deutschland und sitze dann natürlich in der Rennleitung und muss dann mit drüber entscheiden und richten und was unsere Fahrer da so anstellen, was die so machen. Und ja, und von daher sehe ich manchen Promi, manchmal sehen die mich auch. Ein paar kenne ich ja da aus dem Fahrerlager, aber ansonsten hat da jeder seinen Job zu machen. Also ich laufe da jetzt auch nicht rum und sage, ich will jetzt jemanden sehen. Das ist mir Quatsch. Ja. Aber es ist auch so, und es ist ja immer noch sehr streng hier in der Formel 1, was diese Situation mit Corona angeht. Es gibt ja die sogenannten Bubbles, wo sich jeder drin aufhalten darf und man soll ja dann, das ist ja bei uns intern auch so, wir versuchen auch untereinander immer eine Distanz zu wahren von mindestens 1,5 Metern. Wir haben immer eine Maske auf und mit Leuten, die halt nicht in meiner Bubble sind, versuchen wir, wenn im Freien zu sprechen oder wenn dann halt nicht länger als 15 Minuten in einem Raum. Also so diese Dinge, die der Gesetzgeber auch vorschreibt. Beziehungsweise das sind ja die Regeln auch der Formel 1, wie man sich hier verhalten soll. Wir werden ständig getestet und also ist
ist wirklich wie im letzten Jahr auch schon hier im Fahrerlager, würde ich sagen, von der Wahrscheinlichkeit, sich hier was zu holen, relativ gering. Und wir kehren halt auch immer weiter zur Normalität zurück. Dass man das hier im Fahrerlager, sagen wir mal, jetzt immer noch so lebt, finde ich auch okay. Mhm. Denn in dem Moment, wo jemand Corona hätte, dann kann sehr schnell kann so ein Kartenhaus zusammenbrechen. Weil ja, Rennkalender durcheinander gewirbelt. Obwohl Österreich ja unheimlich offen im wahrsten Sinne des Wortes jetzt gerade ist. Ne? Also ich glaube, die sind schon sehr stark zur Normalität zurückgekehrt. Aber mal gucken, wie das ist. Nur mal ein krasses Beispiel. Jetzt stell dir mal vor, die Formel-1-Rennleitung sitzt immer schön zusammen. Tun sie auch, aber die haben auch dann Scheiben dazwischen, haben ihre Masken auf. Ansonsten gehen die auch getrennte Wege, weitestgehend. Wenn da einer Corona hätte und das sind Kontaktpersonen Nummer 1 oder wie sich das nennt, dann wäre es plötzlich so, dass die gesamte Rennleitung nicht mehr da sein dürfte. Dann haben wir gar kein Rennen. So Dinge musst du bedenken. Und in den Rennteams genauso. Deswegen versucht man immer, diese Mannschaften ein bisschen zu trennen, damit, wenn etwas wäre, dass man sagt, okay, wir müssen nicht das komplette Team nach Hause schicken, sondern nur einen Teil des Teams. Also vielleicht Gruppen, die nur aus 3, 4 Leuten bestehen. Und die kann man dann vielleicht schon mal eher kompensieren. Aber das ist alles nicht so ohne. Das, wenn du wirklich so diese Szenarien dann mal so anschaust, was da alles so schief gehen kann und passieren kann, wenn sowas eintritt, und du hast dann wirklich die Situation, dass da plötzlich ganze Abteilungen geschlossen werden, dann kann so ein Grand Prix unter Umständen wackeln. Das hört sich jetzt echt verrückt an, aber das geht ganz schnell. Ja, klar. Oder Fußball, ich meine, mein Gott, das ist eine Mannschaft. Ich stelle dir vor, da hat einer hat Corona, dann vielleicht darf die ganze Mannschaft nicht mehr raus. Ja, und die Jungs. Scheiße, das für die ganze Mannschaft ist eigentlich, oder auch wenn nur der Führungsspieler Corona hat, ne? Also das, ja. Stell dir vor, Mbappé oder sowas, und dann verschießt er ja noch einen Elfmeter. Ach so, hat er sogar gemacht. Naja, schaust du Fußball eigentlich? Nee, oder? Ich bin jetzt nicht der Fußballfreak, nein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was so bisher im Rahmen der EM alles so passiert ist, also wer wen alles so geschlagen hat, fand ich teilweise oder? Sehr sympathisch. Ja, sehr sympathisch. Finde ich auch. Die ganzen Spitzenmannschaften eigentlich schon raus. Ne? Ja, genau. Ich bin immer schon Fan der Underdogs gewesen. Ich habe das immer, ohne das böse zu meinen, aber das ist ja wie mit Bayern. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, fast alle freuen sich, wenn sie mal verlieren, aber nicht, weil wir sie vielleicht nicht toll finden würden, sondern einfach, weil man sagt, es ist schön, dass es auch andere gibt, die gewinnen. Davon lebt dieser Sport, und das ist im Autorennen auch so. Alles, was dominiert, ist auf Dauer nicht gut. Wir brauchen diese Abwechslung, wir brauchen Action. Es macht Spaß, wenn einfach speziell Underdogs kommen und hauen einen weg, finde ich sensationell. Ist in der Bundesliga ja auch immer klasse, oder? Ja, und wenn und dann, keine Ahnung, die Bayern zu Fortuna Düsseldorf kommen und verlieren dann oder so. Ja, und jeder hat sich gedacht, wie hoch verliert denn überhaupt Fortuna? Ja, und dann hauen die weg. Ja, geil, oder? Ja, finde ich auch geil. Das braucht es ja auch. Du musst ja die, die Spannung mal, steigt dadurch. Auch als Top-Mannschaft musst du mal verlieren, um wirklich diesen Level hochzuhalten, um wieder sich neu zu motivieren, weil irgendwann werden die Siege zur Gewohnheit. Und Gewohnheit ist immer ganz gefährlich. Du musst immer rütteln und immer gucken, dass du diese Spannung hältst. Und das haben Bayern, muss man ja denen lassen, immer gut gemacht. Also ich meine, so ein Hoeneß, der hat ja auch immer, selbst wenn sie gewonnen haben, noch vergrämt geguckt, weil nicht hoch genug, nicht zweistellig gewonnen haben. Ja, weil der will natürlich immer pushen, damit die nicht aufhören, müde werden oder genügsam werden. Das ist nicht sympathisch, aber das ist, das musst du, glaube ich, so machen, wenn du den Level oben halten willst. Ja, absolut. Du, und weg vom Fußball, ich meine, auch die Formel 1 scheint ja dieses Jahr wieder spannend zu werden, oder? Endlich mal. Ja, es ist total schön. Also anfangs war ich auch mir nicht ganz sicher, ob da bei Mercedes vielleicht so 1, 2 Mal man ein bisschen Pech hatte, Streckencharakteristik, Setup oder irgendeine Entscheidung nicht gut war. Aber du, alle Achtung, dieser Red Bull und der Honda Motor, die funktionieren. Die sind in der Lage, aus eigener Kraft wirklich Rennen zu gewinnen. Und du siehst, wenn so ein Hamilton und auch das Team Mercedes, wenn die unter Druck kommen, dann machen die auch Fehler. Dann fängt man plötzlich an, im Setup irgendwas Neues zu probieren, und dann verrennt man sich oder man versucht über die Strategie irgendwie jetzt, ne, so was rauszuquetschen, wo man dann immer so ein bisschen gamet, und du siehst, das geht dann plötzlich auch in die Hose. Also es ist auch für die jetzt eine neue Situation, und da müssen die auch erstmal so ein bisschen mit leben, und
Das ist aber normal. Das ist normal. So ist das Leben halt. Ja? Ich wünsche mir doppelt. Ich wünsche mir doppelt, dass Red Bull Weltmeister wird, weil dann hat mir der Dr. Helmut Marko zugesagt, dass er meinen Podcast kommt. Hat er? Ja, wenn sie Weltmeister werden, hat er gesagt. Ich habe mit ihm kurz gesprochen zum Tode, leider traurigen Tode von Kurt Bergmann, dem Master Bergmann, dem großen Formel-V-König aus Wien. Und auch neben Niki Lauda und vielen anderen ist ja auch Helmut Marko, ist mal für ihn gefahren. Und da habe ich mit ihm so einen kleinen Nachruf gemacht, beziehungsweise mit noch vielen anderen, Rainer Braun und Fritz Indra und so. Und die haben da alle irgendwie angefangen und sind da alle mal gefahren. Und er hat gesagt, also jetzt warten wir mal ab, wenn wir Weltmeister werden, dann können wir was aufnehmen. Dann ist die Stimmung auch wieder besser. Und ich glaube, gute Stimmung sollte man bei ihm abpassen. Ja, aber der ist ja auch so ähnlich, ne? Ist ja auch immer, ja, der Hönes des Motorsports. Der piekst seine Leute auch immer und stachelt die an. Und es muss immer weitergehen. Und das ist schon, ja. Da ist ganz schön Druck auf dem Kessel in der Formel 1, glaube ich. Ne? Also ich weiß nicht, so Sebastian Vettel, hast du den jetzt mal erlebt aktuell oder wie siehst du den? Naja, also ich muss sagen, der Saisonstart war ja sehr harzig und da habe ich auch so meine Bedenken gehabt und mir irgendwie gedacht, Mensch Junge, jetzt musst du aber in die Puschen kommen, weil dieser Sport ist recht gnadenlos. Ich meine, das in letzter Konsequenz sind ja die Ergebnisse sind ja auf dem Blatt Papier erkennbar. Also, und das war nicht gut. Aber dann auf einmal, das muss man schon sagen, ich habe das Gefühl, bei ihm, er ist ein sehr starker Gefühlsmensch, also der sich wohlfühlen muss, der happy sein muss mit seinem Auto, mit seinem Umfeld. Und dann blüht er auf und dann gibt er richtig Gas. Und er hatte wirklich dieses Jahr jetzt schon 2, 3 Rennen, wo man sagen muss, alle Achtung, das Auto ist jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt ein Auto, was jetzt routinemäßig aufs Podium fahren kann. Und da hat er schon richtig aufblitzen lassen. Und da war für mich wirklich der alte Vettel wieder erkennbar. Ja. Hoffen wir mal, dass dieser Trend anhält. Letzte Woche war nicht so gut, aber sowas gibt's. Ist aber auch keine besondere Strecke hier. Ne? Also, es ist jetzt, weiß ich nicht, alles, was du hier machen kannst, kannst du im Simulator auch trainieren. Es gibt wenig Überholstellen, glaube ich, oder? Gerade in der Formel 1 ist eigentlich nur die Strecke kennen alle gut und es ist nicht so schwer. Du hast nicht so wahnsinnig viele Kurven. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, mit dem Setup nicht klarkommst und das Auto nicht positionieren kannst, wie du willst, dann bist du hier auch ganz schnell langsam. Mhm. Und von daher ist das hier für mich nicht unbedingt so aussagekräftig. Für mich ist interessant, immer schon, wir hatten ja letztes Jahr auch die Situation mit diesen Doppelhaters, dass wir 2 Rennen nacheinander hatten. Und dann fand ich es auch in der Formel 1 sehr, sehr interessant, wie die Performance von Wochenende zu Wochenende, wie die geschwankt hat. Ja? Also wie die Ingenieure sich doch hinsetzen und sich genau überlegen, was haben wir letzte Woche falsch gemacht? Was können wir besser machen? Und dann zu sehen, ein paar Tage später, wie man mit dem eigentlich gleichen Auto, ja, nur mit, also die bringen ja jetzt keine riesigen Updates innerhalb dieser einen Woche, die man dann wirklich nur über Setup schrauben und an der Herangehensweise, Veränderung der Strategie plötzlich ganz anders aussieht. Das haben wir im Supercup auch gehabt letztes Jahr, dass also keineswegs wir in der Woche danach ein Abziehbild gesehen haben von dem, was davor passiert ist. Es war wieder, die Karten waren wieder neu gemischt, weil die Jungs sich hinsetzen mit ihren Ingenieuren und genau überlegen, was können wir anders machen. Dann wird analysiert und Videoanalysen, man guckt sich die Rennen an, man hat die Daten auf dem Tisch liegen, man überlegt genau, okay, ab Runde 10, 11 haben wir Probleme bekommen mit den Reifen und da kann man natürlich dann schon drauf reagieren und dann, sagen wir mal, Schlüsse draus ziehen. Ja, ganz interessant. Also es ist wirklich interessant, ne? So zweimal hintereinander auf der gleichen Strecke zu fahren. Aber dann muss das Wetter natürlich auch gleich bleiben. Wenn sich das ändert, dann wird auch wieder alles neu gemischt. Ne? Natürlich, die Karten nochmal neu gemischt. Ja. Aber im Moment muss ich sagen, ist tolles Wetter. Generell ist ja überall schön. Hier und da ist mal ein Gewitter, aber ansonsten hier ist Wetter total toll. Wir haben über 30 Grad. Alle laufen mit kurzen Hosen rum und also ist schon top. Kann man. Ist ganz cool. Sind die ganzen Fahrer da geblieben? Sieht man die manchmal? Ich kann jetzt nur für die Fahrer vom Porsche Supercup sprechen, die meisten sind noch hier irgendwo im Umfeld, ja. Okay, ne? Weil die Formel-1-Fahrer melden sich tendenziell nicht bei mir an oder ab. Verdammt. Aber ich muss sagen, letztes Jahr zum Beispiel, dann bin ich auch zwischen diesen beiden Rennen da geblieben und dann auch hier in den Bergen rumgelaufen und da sind mir schon einige entgegengekommen, also die auch dann
gar nicht mal joggen, aber auch stramm walken, so mit Rucksack, Getränke drin und dann ab in die Berge. Ist ja ein sehr gutes Training und ein schönes Ausdauertraining, wenn du da wirklich mehrere Stunden lang hochkraxelst. Das ist wirklich so, dann liegst du abends relativ zufrieden im Bett. Also ich habe das gestern auch gemacht und ich sag dir, da liegst du da und träumst schön und schläfst lange und es ist echt gut. Also das macht schon Laune, ja. Ja. Ach cool, Mensch. Also das klingt nach einem Traumjob, wenn ich ehrlich bin. Und was dich noch näher an einen Traumjob bringt, ist das 24-Stunden-Rennen dieses Jahr, was ich ja verfolgen wollte und was dann leider nachts nicht ging. Und tagsüber hatte meine Tochter Geburtstag und da hatten wir hier Kindergeburtstag im Garten, da konnte ich nicht gucken. Und jetzt habe ich gerade die aktuelle Automotor und Sport, da ist sie, 75 Jahre, oh, schau mal, wie die glänzt. Ah. Herrlich, ne? Die habe ich gar nicht. Ich bin, die hast du noch nicht? Kaufst du das? Ich bin da gar nicht zu Hause. Ach, wie ein schön. Riesen Bericht von euch drin, über viele, viele Seiten und ja. über euer 24-Stunden-Rennen. Das musst du natürlich jetzt erzählen. Wir haben ja immer mal zwischendurch geschrieben. Ja, man hat mir von dem, also die Zeitung als solche habe ich noch nicht in den Händen gehabt. Ja, ja. Schlimm, ne? Automotorsport ist ja, ne? Aber die liegt bei mir zu Hause garantiert den Stapel von, der ist ungefähr so hoch mit Post. Aber ich habe schon Bilder von dem Bericht geschickt bekommen, hat Kollege Jens Dralle sehr, sehr schön geschrieben. Ja. Ich habe mich wirklich köstlich amüsiert. Er kann wirklich toll schreiben und es ist echt ein Lesegenuss und wirklich bitte kaufen. Tolle Ausgabe. 24 Stunden hat mir persönlich, es war stressig, denn ich habe ja, ich wollte ja eigentlich gar nicht mehr fahren. Ich wollte ja eigentlich wieder nur kommentieren, mit Nitro arbeiten vor Ort, was ja eigentlich schon dich vom Zeitplan her bindet. Und wenn du wirklich ein Rennen gut kommentieren willst, dann darfst du eigentlich selber nicht fahren. Du musst dir das Rennen anschauen und wissen, was ist eigentlich passiert. Und dem, wo du aber selber fährst, bist du nicht mehr in dieser Rolle, wirklich mitreden zu können über den Rennverlauf, weil du natürlich einfach viele Dinge nicht mitbekommen hast. Du kannst ja zwar natürlich einen Replay angucken, aber trotzdem kriegst du das so nicht auf die Kette und hast eine genaue Chronologie, was ist wann, wo, wie passiert. Naja, aber die Idee kam dann letztes Jahr, hat mich dann Automotor Sport angesprochen. Man würde gerne alte Traditionen aufleben lassen, wieder mit einer eigenen Mannschaft antreten beim 24-Stunden-Rennen. Da gab es ja früher diverse Dinge von Sportauto oder auch von Automotorsport, dass ja die Redakteure Rennen gefahren sind oder dass man Autos unterstützt hat mit Nachwuchsfahrern. Und da gab es immer wieder tolle Projekte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Motorpresse Stuttgart ist in den letzten anderthalb Jahren eine Menge im Umbruch. Da sind Leute jetzt an der Front vorne, die wirklich wieder so alte Tugenden aufleben lassen wollen. Und eines dieser Ideen war halt, dieses 24-Stunden-Rennen zu fahren. Der Horst von Saumer, der ja auch wieder im Verlag tätig ist, der hat mich angesprochen und er hat gequengelt und ich wollte eigentlich gar nicht. Ich habe gesagt, ja, Horst, ich guck mal und so. Und dann ruft er wieder an, ja, fährst du jetzt mit? Und ich denke, boah, nervt der, ja. Aber lieb nerven halt, ne? Ich meine, ist ja eigentlich eine geile Sache. Und dann, ich sage, Horst, ich weiß es nicht. Und dann hat er mich dann doch breitgeschlagen. Dann habe ich mit Nitro gesprochen und die fanden die Idee dann eigentlich ganz gut und haben gesagt, Mensch, komm, wenn der Dirk Adorf fährt, dann fahr du auch. Dann haben wir zwei rasende Reporter und was die Sache ja vielleicht auch noch ein bisschen dynamischer macht. Und haben mir dann gesagt, sie würden das also auch begrüßen. Und so habe ich dann eine Doppelbelastung in Anführungsstrichen gehabt. Und aber so in Summe war die Belastung nach hinten raus nicht ganz so viel, weil wir ja doch schon wieder diese Unterbrechung hatten, ja, leider. Ja, wirklich schade, ne? Also, dass das Wetter einem da immer einen Strich durch die Rechnung macht. Wie gesagt, ich hatte mich darauf gefreut. Ich wusste, ab 10 Uhr bist du am Mikro oder halb 10. Und da habe ich so gedacht, toll, jetzt wird es schön. Jetzt kriegt der Tag doch nochmal eine gute Wendung. Und dann sage ich nur, dass es abgesagt sein würde. Ja, wir wollten ja wie in der Vergangenheit auch. Letztes Jahr hatte ich ja mit dem Dirk Adorf, haben wir ja dann, da war ja auch die Unterbrechung. Die war aber ein bisschen später, durch diesen Dauer- und Starkregen und eigentlich hatte der Dirk und ich, glaube 22.30 Uhr bis 2 Uhr morgens oder so, waren wir eingetragen, dass wir dann so in die Nacht hinein quatschen und da hatten wir eigentlich, der Dirk und ich, vor wirklich, ja, wie im letzten Jahr auch, Insider-Geschichten zu erzählen und dann sehr intensiv wollten wir eigentlich auf die kleinen Teams eingehen, auf die reinen Amateurmannschaften. Wir kennen ja viele Leute im Fahrerlager persönlich und das war eigentlich unser Plan, dass wir uns dann wirklich denen widmen. Das ist auch eine Idee von Nitro, dass da Kritik aufkommt, dass man sagt, es wird zu viel über die Großen berichtet. Man muss ja ganz ehrlich sagen, es gab viele Ideen,
die man aber aus Zeitgründen her gar nicht mehr umsetzen konnte, weil wir einfach diese lange Unterbrechung hatten. Das ist sehr traurig, aber das ist leider die Realität. Und ja, ich hatte mich auch darauf gefreut, mit dem Dirk dann ein bisschen dummes Zeug zu erzählen. Dann schreiben mir auch alle mir immer, also die ganzen Leute, die ich so kenne, schreiben mir irgendetwas auch. Und dann kommst du von Höchstchen auf Stöckchen und dann kommen gute Geschichten. Und da haben wir ja letztes Jahr, wo die Unterbrechung war, das war ja auch herrlich. Ja. Wie wir da stundenlang gesessen sind, es fuhr kein Auto mehr. Aber wir hatten einfach total viel zu erzählen. Und da haben mir Leute geschrieben, haben gesagt, wir brauchen kein Rennen. Das ist Quatsch. Es geht auch ohne. Und ja, das kann man mal, so 2-3 Stunden kann man sowas mal überbrücken, aber irgendwann, dann geht das schon die Luft aus. Ja. Die ganze Nacht ist auch ein bisschen viel, ne? Ja, eben. Ne? Und nein, das war natürlich dann etwas kürzer und da wurde auch wieder viel diskutiert mit dem Thema, muss man abbrechen? Ich muss da wirklich mal, ich sitze da auch mal zwischen den Stühlen. Bei mir ist es auch immer so, dass es bei mir ein schmaler Grat ist, wo ich diskutiere und sage, hätten wir jetzt abbrechen müssen oder nicht? Kommen wir mal zu dem Thema Nebel. Bei Nebel hört der Spaß auf. Mhm. Warum? Weil du nichts siehst. Ob du 60 km/h fährst, dann siehst du immer noch nicht viel, weil der Nebel bleibt leicht dicht. Und wenn du 50 Meter weit sehen kannst, als Beispiel, dann sind selbst 100 km/h viel zu schnell. Ja, klar. Du wirst, wenn vor dir etwas wäre, ein Marshall ist auf der Strecke, ein Auto steht dort oder du siehst ihn den Streckenposten zu spät mit der Tafel oder mit dem, ja, dass er die raushält, die Code 60 oder was auch immer, die kannst du nicht erkennen, das ist zu spät. Dir fehlt, du bist zu schnell und dir fehlt die Reaktionszeit. Der Reaktionsweg ist zu lange in Summe, um ein Auto wirklich noch kontrolliert abbremsen zu können. Und das hört sich jetzt so vorbildlich an, was ich erzähle. Aber ich kann doch nicht hingehen, in einem Moment auf der Straße dafür plädieren und sagen, bitte, bitte fahrt bei Nebel langsam. Das ist physikalisch einfach nicht machbar, dass wir hier schnell fahren. Und dann im nächsten Moment zeigen wir einem Millionenpublikum, wie wir da mit 270 bei 50 Meter Sicht über die Döttinger Höhe ballern. Ja, also ehrlich gesagt, ist das ein Selbstmordkommando. Das ist eigentlich absurd, genau. Wenn man da fahren würde. Völlig absurd. Klar, man kann immer drüber reden und sagen, es sind alles Profis, aber genau das, was du sagst, es sind Streckenposten, es passieren Unfälle und du siehst es definitiv nicht. Also man fährt einfach ins Schwarze rein und hat keine Chance zu reagieren. Ja. Und in dem Moment ist es kein Motorsport, sondern Glücksspiel. Und das ist richtig, das Quatsch, ist genau der Punkt. Und da hört irgendwo der Spaß auf. Und das geht so nicht. Ja. Ein gutes Beispiel ist für mich jetzt, sagen wir mal, Fans oder die Leute, die unbedingt diskutieren, die sagen, ja, aber ihr seid Profis, ihr müsst doch die Strecke kennen. Ja, alles klar. Wenn du einen dunklen Keller hast, ja, den Abgang kennst du auch. Ja. Ja, da stehen überall die Sachen und so weiter. Schaltest du das Licht ein oder nicht? Ja, oder wenn du es dann auslässt, sprintest du dann durch die Räume oder gehst du langsam und tastest dich vor? Genau, ne? Ja, klar. Und wenn du das Licht auslässt und fliegst auf die Nase und brichst dir das Genick, dann wird jeder sagen, ja, du bist doch ein Idiot, warum schaltest du das Licht nicht ein? Ja, klar, kann man denn im Dunkeln in den Keller gehen? So, das hat mit Profi sein und es ist eher professionell, in so einem Moment zu sagen, ey, das hier macht keinen Sinn für uns. Nee, und man muss da der Rennleitung, es gibt Dinge, wo ich durchaus sehr kritisch bin, aber man muss auch loben können. Fakt ist, man hat über längere Distanzen versucht, immer wieder mit doppelt geschwenkt, also 120 oder Code 60, die Situation zu entschärfen. Aber dieser Nebel ist gewandert, mal mehr, mal weniger. Das war wirklich so. Du hast innerhalb von wenigen Minuten hat sich die Situation wieder verändert. In dem Moment, wo du sagst, oh, jetzt wird es aber gefährlich, ja, da kann es sein, dass ein paar Minuten später an der Stelle es wieder ganz gut aussah, aber dann ist der Nebel halt ein bisschen weiter gewandert und das ist ganz, ganz schwer und wir müssen da wirklich ehrlich sein. Der Abbruch ist okay, da wurde dann zwar auch von einer anderen Fahrern gesagt, die genau in diesen Momenten sagten, jetzt gerade ging es eigentlich wieder, ja, hätte man laufen lassen können, aber es hat sich ja abgezeichnet, dass ja wirklich dieser Nebel flächendeckend war. Genau. Ich habe in Nürburgring gepennt. Ich hatte da von Nitro aus ein Zimmer, was ja sehr praktisch ist. Dann gehst du gerade einmal runter und schläfst da. Mhm. Und ja, und dann bin ich da morgens um 6:30 am Wecker gestellt und stehe auf und gehe zum Fenster und mache auf. Und ich konnte in Nürburgring wirklich keine 50 Meter weit was sehen. Mhm. So, also brauchen wir nicht drüber diskutieren. Nee, der Abbruch war okay. Es ändert sich zu schnell, und die Leute, ist es schade. Die Leute, die da,
Es ist ja, immer schade, weil es dadurch natürlich durch diesen langen Abbruch, finde ich, sind das einfach nur zwei Sprintrennen aneinandergereiht gewesen. Und das nimmt diesem ganzen 24-Stunden-Rennen den 24-Stunden-Charakter natürlich. Aber du, klar, das Wetter ist da unvorhersehbar und mal hat man Glück und mal hat man Pech. Interessant finde ich es ja, wenn es mal abwechselnd regnet und Sonne gibt, dann hast du noch ein bisschen mehr zu pokern in der Box. Aber es wäre schon schön, wenn es mal wieder ein Rennen gäbe im nächsten Jahr, was einfach durchgeht vor Fans, ne? Das ist richtig, ja. Und man muss wirklich eines darf man echt nicht vergessen, dass man, na klar, dann kommen wieder die alten Haudegen. Ich bin ja auch eher so einer von gestern und vorgestern, die dann sagen, ja, wir sind 1977, sind wir auch durchgefahren, da hat auch genebelt, da war der Regen und so weiter. Man muss das aber wirklich, man kann das so nicht mehr ganz vergleichen. Nee. Die Autos sind viel, viel schneller geworden und aber die Bremswege oder sagen wir mal die Anhaltewege, die Reaktionszeiten sind aber die gleichen. Das heißt, das ganze Verhältnis passt einfach nicht mehr. Nee. Natürlich die Argumentation, die dann der Walter Hornung gebracht hat, naja, wir haben zu viel Code 6, die Reifen kühlen aus, das ist für mich auch, und da sage ich halt Stopp. Also das ist ein Job eines guten Rennfahrers. Selbst wenn ich überall Code 6 habe und der Reifen kühlt aus, dann muss ich dieses Gefühl haben und auch dieses Können, diesen Reifen, ohne dass ich abfliege, wieder auf Betriebstemperatur zu bringen. Es kühlt ja bei jedem aus. Der kühlt bei jedem aus. Also das war als Argumentation, hat natürlich für viele für Unmut gesorgt, was ich nachvollziehen kann. Und da bin ich dann schon bei den Fans, dass ich sage, das ist nicht das Argument. Aber wenn ich nichts sehen kann, und dann hört es einfach auf. Bums. Ja. Ende. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ja hier mit meinem Automotorsport, 75 Jahre ist der Verlag ja, oder gibt es das Magazin schon. Ich bin ja mit dem KTM, mit diesem X-Bow GTX gefahren. Ja. Und das ist ein wunderschönes Auto. Ich bin wirklich, was das Design angeht, in dieses Auto total verschossen. Sieht aus wie so eine fliegende Untertasse, ne? Wir halten es nochmal rein. Ja, so sieht es aus. Halt nochmal rein. Genau, ein wunderschönes Auto. Da haben die Designer echt einen klasse Job gemacht. Kohlefaser-Monocoque, 5-Zylinder-Motor drin, Pedal-Shifting, ABS, TC, obwohl ich natürlich immer ein Fan bin, wenn wir alles weglassen würden. Aber das Auto hat alles drin, was man braucht, um mit dem Ding wirklich Spaß zu haben. Mhm. Und was erstaunlich war für mich die Gutmütigkeit von dem Auto. Das ist tatsächlich total easy zu fahren. Überhaupt nicht böse, snappy oder dass man da sagt, uiuiui. Ich habe da schon meine Bedenken gehabt. Als ich diese Flunder das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, oh, das sind aber nicht so diese typischen Nordschleifenautos, die da gut funktionieren. Ja. Aber das Auto ist wirklich kerngesund, mechanisch gut. Wir fahren ja, was man gar nicht so erkennt, mit fast keinem Abtrieb. Wir haben ja nur 420 PS drin gehabt. Wir waren aber sehr gut im Topspeed, was aber auch daran liegt, dass wir einfach keinen Abtrieb haben. Und das Auto ist leicht, glaube ich, oder? Naja, in seiner Grundurstruktur sehr leicht sogar. man könnte, glaube ich, lass mich lügen, ich glaube mit 1050 fahren, wenn man das will. Mhm. Und ich glaube, wir sind gefahren mit 1180 Kilo. Ja. Okay. Also auch da hat die BOP und dann im Hintergrund wurde gegen uns sehr viel Politik gemacht. Man möge uns doch bitte schön nicht gut aussehen lassen. Ja? Weil die Hersteller halt ihre Rennautos verkaufen wollen. Ne? Ist ja ein Gegner. Ist ja ein Gegner von dem Thema. Oder? Ja. Ne? Krass, oder? Die GT3s möchten bitte unter sich bleiben. Ja. Ja. Und da hat man dann über das Reglement dafür gesorgt, dass wir so um die 20 Sekunden langsamer fahren. Und ist okay. Die sollen da vorne ihre BOP-Spielchen machen. Was die BOP wert ist, haben wir beim letzten VLN-Rennen gesehen. Die im Vorfeld am lautesten geschrien und geheult und gejammert haben, weil Porsche war ja in der NLS und beim 6-Stunden-Rennen ja so überlegen. Und auf einmal brennen die da ein Feuerwerk ab. Ja? Und die Porsche-Fahrer sagen zu mir, wir haben keine Chance mehr. Interessant, ne? Ja. Und eine Riesenverarschung. Wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich genau denen, die erneut versucht haben, ja, wieder zu tricksen, wie jedes Jahr, den würde ich jetzt aus Prinzip 50 Kilo Blei reinpacken und dann können die bis zum Saisonende heulen, da würde ich sagen, und wir holen das erst dann wieder raus, wenn ihr mir das Gefühl gebt, dass ihr uns nicht verarschen wollt. Ja. Das ist ganz schlimm. Ich finde, das ist für den Sport das Allerschlimmste, was da passiert. Ja. Wenn du darfst ja bei diesen NLS-Rennen im Vorfeld, hast du richtig gemerkt, wie keiner gewinnen wollte? Ja? Die Rest ist halt benachteiligt, ne? Ja, und dann gibt es so Teams wie Fricadelli und so weiter, die dann schon sagen, naja,
meine, der Klaus Abelin sagt, oh, ich investiere einen Haufen Kohle, ich gebe jetzt Vollgas, ihr könnt mit der Buckel runterrutschen. So. Und dann gewinnt der und dann muss der damit rechnen, dass er zum Rennen nochmal eine schlechtere BOP bekommt. Und jeder hat gewusst, dass die anderen alle Handbremse, klick, 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 also wirklich nicht so Raste 3, sondern die haben die noch höher gezogen. Und jetzt werden auch wieder ganz viele ganz böse sein mit mir, weil ich hier eigentlich so erzähle, aber es ist so. Es ist so. Ja? Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, selbst im Qualifying, okay, das war jetzt ein Horror-Qualifying, weil es nass war, da haben schon alle Gas gegeben, aber ich habe es in der Vergangenheit auch schon erlebt, dass manche Teams sogar erst sonntags morgens angefangen haben, Gas zu geben. Und solange draußen kein Gelb ist, werden Zeiten gefahren, die in diesem Zeitenfenster sind, dass man also merkt, das ist jetzt okay, das passt zur BOP. Und in dem Moment, wo draußen irgendwo ein Unfall ist, wo also eine 120er oder eine Code 60-Phase ist, dann auf einmal geben die wirklich volles Granatenrohr, ziehen die auf, damit die Gesamtzeit immer noch etwas besser ist wie die anderen. Aber man hat ja keine totale gute Rundenzeit, kriegt man ja zu sehen, weil ja gelb war. Und dann wissen wir von außen auch nie so genau, das einzuschätzen, wie gut hat er diese Code 60 oder 120 durchfahren können. Da steckt es ja nicht drin. Ja. Deswegen hat man ja in der Vergangenheit dann auch angefangen, die Strecke in ganz vielen Sektoren zu unterteilen. Aber trotzdem, die meisten packen erst auch zum Rennen richtig aus. Und wir sind es alle selber schuld, dass wir diese Dauerdiskussion haben, weil ja auch keiner oder nur wenige, doch, es gibt ja halt immer wieder mal welche, die sagen, okay, wir liegen die Karten auf dem Tisch, wir wollen ehrlich fahren, weil wir auch keine Lust mehr dazu haben. Und die sind aber im Nachhinein meist noch die Benachteiligten, weil die ja zu gut sind. Ja? Aber wir sind es selber schuld, dass es diesen Palaver gibt. Würden da alle ein bisschen mehr an einem Strang ziehen, dann hätten wir nicht nur diese BOP-Schlagzeilen, sondern wir könnten uns eigentlich nochmal auf das fokussieren und konzentrieren, worum es ursprünglich mal ging, nämlich Autorennen fahren. Schnell Autofahren, ja, genau. Genau, ja. Und deswegen bin ich ja so wahnsinnig gerne beim Porsche Carrera Cup, Porsche Super Cup. Das ist pures Racing, Flag to Flag, voller Attacke, immer drauf. 30 Minuten plus eine Runde, es ist ein Traum. Ja? Und ich stehe dann immer in der Rennleitung mit meinem kleinen Blöckchen und du hast da, keine Ahnung, 40 Monitore und von überall kommen Meldungen, Kontakt hier, Kontakt dort und dann siehst du auch noch und dann kriege ich die Zettel rein, ne? Und dann müssen wir anfangen. Wir haben dann so einen Video-Operator, der spult dann zurück und dann muss ich mir diese Situation angucken und dann mit den Stewards beraten und sagen, okay, das ist jetzt Rackes, nee, der ist doch schuld und herrlich, oder? Und ich bin da auch sehr tolerant. Also ich kann sehr gut unterscheiden, was ist hartes, beinhartes, geiles Racing oder wenn es schmutzig wird. Und wir haben ja in den Autos alles drin, was wir brauchen. Wir haben Data Recording, wir können alle Parameter abrufen, die relevant sind. Also Lenkwinkel, Drosselklappenstellung, Pedaldrücke von der Bremse. Wir sehen wirklich einfach alles, was wichtig und relevant ist. Wir haben dann 3 Kameras im Auto und nach dem Rennen wirklich, dann kannst du haarklein die Dinge aufbröseln und die Fahrer sind teilweise echt schockiert, was wir alles so sehen. Die gucken einen an und du zeigst ihnen dann die Videos danach und sagst so, mein Freund, du hast das und das gemacht, du bist zu früh ans Gas, du machst sogar noch die Lenkung auf und ich sag, du hast den absichtlich abgeschossen. Du überführst ihn. Das ist total toll. Und umso länger die Jungs mit uns arbeiten, desto eine bessere Disziplin haben wir auch auf der Strecke, weil sie wissen, dass Big Brother immer dabei ist. Ja. Aber war es nicht auch besser, als es gar keine Überwachung gab und man dann noch so ein paar heimliche Spielchen spielen konnte? Auf der langen Waldgraden, am Hockenheimring damals, wo man auch hinten anschieben konnte und so? Das mag sein. Aber es ist aber auch so, ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn wir mal so Racing sehen, wie das mal vor 20, 25 Jahren war, gerade hier so Super-Tourenwagen damals oder die alte DTM auch noch. Ja. Also DTM hat bei mir 92, 93 eigentlich, danach wurde es schon ein bisschen komplizierter, als es noch richtige Blechautos waren und so. Da wurden auch Sachen aufgeführt, wo man sagt, oder BTCC, das war schon nicht mehr lustig. Also das war ja wirklich nur ein reines Demolition Derby, abschießen, gnadenlos, danach auf dem Podium stehen, sich zujubeln lassen. Also das war wirklich pervers, muss ich ehrlich sagen. Also das war nicht mehr lustig. Ja. Und dann hattest du keinen konsequenten Weg, dann wurde mal einer bestraft, dann wieder nicht
da war eine Mentalität im Feld, die war wirklich unterirdisch. Für den Zuschauer natürlich sehr unterhaltsam, aber wir zeigen ja eigentlich, dass wir auch, obwohl wir versuchen, sauber zu fahren, trotzdem geilen Motorsport zeigen. Mhm. Und darum geht es eigentlich. Im Endeffekt gebe ich dir so halb recht. Also es war so ein bisschen Glücksspiel und wer am unschuldigsten geguckt hat, wie Harald Groß, der ist dann immer davongekommen und die anderen wurden bestraft am Ende des Tages und so. Ich freue mich natürlich immer, wenn es so ein paar kleine technische Spielchen noch gab, die man da irgendwie machen konnte, aber ja, du hast schon recht. Und wenn du sagst, du schaust, dass auch harte Manöver unbestraft bleiben, dann ist es eine tolle Serie, ne? Und das ist eben wichtig, dass man Rennsport bleiben lässt, ne? Genau, es muss Racing bleiben und da bin ich auch total froh. Ich habe da um mich herum auch wirklich bei den jeweiligen Rennserien gute Rennleiter, gute Stewards und das ist dann schon so, dass es einige Manöver gibt, die schon sehr kernig sind, wo wir uns angucken und sagen, hey, war schön, der Zuschauer hat sich gefreut, ich mich auch, ist noch, ja. Okay, ja. Und was halt auch toll zu sehen ist, die Jungs besorgen sich auch manchmal gegenseitig. Das heißt, wenn der eine anfängt mit einem Foul, dann kommt sofort ein Revanche-Foul, was natürlich vom Reglement her mal gar nicht gestattet ist. Aber wenn die sich so mal kurz nacheinander auf den Deckel hauen, dann steht es für mich 1-1 und dann muss man, wir sind ja über Funk mit den Fahrern verbunden, und dann kann man schon mal so ein Reset machen und sagen, okay, meine Herren, ja, und jetzt versuchen wir bitte wieder normal miteinander umzugehen. Ihr habt euch gegenseitig besorgt und jeder hat einmal einen Foul getreten und jetzt machen wir wieder normal weiter. Da redest du während des Rennens mit den Leuten tatsächlich? Ja, natürlich. Ach, wir können die anfunken. Ja, das ist total toll. War das damals bei dir auch schon so, als du Carrera Cup oder Super Cup gefahren bist? Nee, leider. Nee, oder Gott sei Dank nicht. Ich wollte gerade sagen, ich weiß auch nicht, ob ich da immer so ein Menzel drin haben möchte, aber na gut, okay. Sucht man sich halt aus. Nein, also der Rennleiter kann funken. Also wir können, egal wer die Funkgewalt jetzt hat, wir können in die Autos hineinfunken. Das ist wirklich teilweise auch gut so, weil du kannst ja auch, es gibt ja auch mal brenzlige Momente. Sagen wir mal, ein Auto würde Wasser verlieren oder so, ja, nach einem Kontakt, Kühler kaputt. Dann kannst du demjenigen schon sagen, Meister, rechts ran, abstellen. Ja, bevor der uns die Strecke einsaut und wir damit vielleicht eine Massenkollision haben oder dadurch ein Safety-Car auslösen. Und das ist eigentlich ganz gut. Oder du kannst heute auch sehr schön, das haben wir in Monza beim Carrera Cup praktiziert, im Training, auch mal, ja, mal wirklich das Tempo reduzieren und sagen, okay, Full Course Yellow und 80 km/h fahren. Und dann kann man vielleicht mal gerade ein Trümmerteil, was auf der Strecke liegt, kann einen Marshall rausrennen, die Sachen wegnehmen und hat sich schon so, und das kannst du mit dem Funk sehr gut steuern. Du kannst über Funk sagen, okay Leute, in 5 Sekunden kommt Full Course Yellow, holt Tempo raus, abbremsen. Ja? Mhm. Und das hat super funktioniert und wir haben jetzt nicht von denen verlangt, dass die genau 80 fahren, aber wir wollten das Ziel erreichen, dass alle das Tempo massiv rausnehmen, weil die Rundenzeit ist eh kaputt. Das ist kein Rennen. Von daher gibt es auch keinen Grund, jetzt irgendwie weiter zu pushen. Und das Feld ist neutralisiert. Alle fahren vernünftig langsam. Und dann kannst du auch mal ein Auto aus dem Kies rausziehen oder sonst was. Ja, ohne rote Flagge, Unterbrechung, Zeit läuft weiter, Fahrzeit geht flöten. Du bist viel schneller in deinen Arbeitsabläufen. Und dafür ist der Funk gut. Ja. Echt eine coole Klasse. Wird das eigentlich übertragen? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Doch, wir haben mehrere Bereiche. Sport 1, Eurosport, Sky. Okay. Gibt schon, dann gibt es die Livestreams auch. Burkhard Bechtel moderiert da auch viel. Und da gibt es schon eine Menge Optionen, sich das anzuschauen. Ja. Okay. Also schauen wir jetzt alle nochmal rein. Cool. Und es ist immer wieder faszinierend. Ne? Also wir haben ja hier bei den Cups dann nochmal einen Teile-LKW mit dabei. Das ist so ein schöner, großer, weißer Truck, Porsche Motorsport. Und die Goldgrube für Porsche. Und dann guckst du diesen LKW an und denkst dir, da sollen genügend Teile drin sein? Weil wenn du siehst, dass die alles zerstören, das ist ja also in Monaco, das war der Wahnsinn, da waren ja nach dem Rennen, da standen, glaube ich, 9 oder 10 Abschleppwagen im Fahrerlager da bei uns und haben den Schrott zurückgebracht. Ja. Und dann wurde mir voller Stolz verkündet, dass man eigentlich 99% aller kaputten Autos vor Ort schon wieder mit Teilen versorgen konnte. Ja.
Und faszinierend, was in diesem LKW alles drin ist. Also es ist wirklich, wenn du das siehst, von der Logistik, da sind Motoren mit drin, die aber eigentlich nicht gebraucht werden, es sei denn, da geht mal was kaputt in Form von Kühler und dann Motor überhitzt oder so, aber normal halten die Motoren, ja. Und aber wenn du siehst, Windschutzscheiben, Karosserieteile, Stoßstangen und wie alles verpackt ist und dann, da sind dann wirklich in dem Truck selber, da sind nur Schubladen mit Teile. Faszinierend. Dann sind dann immer ein, zwei Jungs, die den Teiletrag machen und ab und zu kommt auch mal Nachschub. Also wenn wir merken, es wird dünn oder so, dann kommt da plötzlich im Fahrerlager noch ein anderer LKW und lädt aus. Ja. Die Logistik hinter der Rennerei finde ich eh faszinierend und ich finde es ganz besonders, also für mich kaum nachvollziehbar, dass man immer die richtigen Teile auch parat hat, ne? Was die alles mitschleppen müssen. Ne? Und bei der Formel 1 ist ja nochmal auf die Spitze getrieben mit diesen ganzen Updates, wenn die da mit neuen Flügeln kommen und diesem ganzen Zeug, was da hin und her geschoben wird. Aber gerade auch so, ja, was du sagst, Porsche Carrera Cup, jedes Teil kann ausgetauscht werden oder auch wenn die eine Karosse kaputt fahren, wie schnell die das umbauen können, die alten Teile auf die neue Karosse, ne? Das 2-3 Tage und dann ist das fertig, ne? Ja, also die guten Jungs, die brauchen so, wenn die da mit 5 Mann dran sind, brauchen die ungefähr einen Tag. Dann ist das Auto umgebaut komplett. Unfassbar, ne? Das ist ja schon mehrfach praktiziert worden und Monaco ist ja immer so ein schlimmes Beispiel dafür. Wir haben ja dann donnerstags und freitags unsere Sessions und dann ist ja der Samstag ist ja frei bei uns und dann gab es da durchaus immer wieder die Situation, dass dann ja Teams quasi in Rohkarossen angeliefert bekommen haben und haben umgebaut. Ja. Mitgeschraubt, ja. Das ist total toll und ist echt schön zu sehen, wenn die da mit 5-6 Mann an so einem Auto drangehen und du guckst stündlich mal vorbei, wie so ein Auto abgewrackt wird, alles ausgebaut wird und dann parallel fangen die an, den neuen zu bestücken. Herrlich, cool, echt schön. Da muss man auch die Jungs immer wieder mal loben und ein bisschen aufbauen. Die kommen eh zu kurz. Ne? Das war auch beim 24-Stunden-Rennen wieder toll mit meiner KTM-Geschichte. Das war ja so eine Kombination aus KTM-Werksmechanikern und dann noch Leuten von Reiter Racing. Also Hans Reiter baut ja die Autos auch, diese KTM Expo. Und wir hatten da auch eine ganz tolle Truppe. Gute, alle mit viel Humor versehen und eine gute Moral und herrlich, wie die wirklich mit voller Hingebung da geschraubt haben und echt toll. Und auch ein gutes Fahrerteam ist mir aufgefallen. Also Markus Österreich, wer war noch? Tim Schrick, Jens Dralle und deine Wenigkeit. Und meine Wenigkeit. Klingt sehr unterhaltsam, also, auf jeden Fall. Dass wir natürlich jetzt nicht auf Klassensieg angesetzt waren, das war ganz klar. Unser Ziel war, das Auto ins Ziel zu bringen. Wir wollten durchfahren, wir wollten Flagge zeigen. Und das hat ja soweit auch ganz gut funktioniert. Wir hatten, ich hatte das Pech, den Start zu fahren. Die Aufgabe hat man mir anvertraut. Und dann, ich glaube, wir hatten Startplatz 45 oder sowas. Stehen wir dann da so am Vorstart und dann waren ja diese bösen Wolken im Hintergrund. Es hat ja teilweise dann auch schon geregnet draußen und so. Und dann war ja da ein riesen Heckmeck. Was fährt man jetzt? Fährt man einen Regenreifen? Fährt man einen geschnittenen Slick? Und wir standen immer noch mit Slicks da. Und dann kam dann der Hans Reiter und dann so in seinem tiefen Bayerischen so. Und dann, ja, so meine Wetter-App, die sorgt, dass das jetzt hier bald aufhört mit dem Regnen, gell? Und dann habe ich dann gesagt, ja, Hans, wenn das dann so ist, dann werden hier auch Slicks gefahren. Ja, das wäre ja mal eine geile Aussage. Und dann habe ich dann gesagt, ja, dann nehme ich jetzt die Slicks, die hier, aber wenn es geht, hätte ich gern Soft. Nee, das geht jetzt nicht, die Zeit reicht nicht. Die Soften sind oben im Heizzelt. Ich sage, na, Mahlzeit, wunderbar. Und dann bin ich Einführungsrunde gestartet. Und dann war wirklich 3/4 der Strecke war richtig nass, wo es auch geregnet hat. Mhm. Und ein kleiner Teil war dann trocken. Dann habe ich über Funk dann auch einen Spruch losgelassen, der mir dann, nachdem ich dann ausgestiegen bin, sofort das Butterbrot geschmiert worden ist. Ich habe ja dann irgendwie gesagt, man hat mich angefunkt von Nitro. Übertragung und also, ne, hallo Christian, wie geht's? Und da habe ich dann gesagt, ja, hab dann mein Leid geklagt, habe gesagt, ich glaube, ich habe die falschen Reifen drauf, weil die Strecke ist wirklich teilweise nass, feucht und nur ein kleiner Teil, jetzt hier Galgenkopf, das in der Höhe, da ist es trocken. Und ich sage, und ich versuche die jetzt irgendwie warm zu kriegen. Ich sage, dummerweise sind es auch Medium und die anderen haben alle Intermed und Regenreifen. Und da habe ich dann gesagt, also bring was auf den Punkt, ich bin untenrum schlecht bestückt. Ja. Hab dann aber auch schon die Lacher im Hintergrund gehört und hab dann gesagt, also das war auf die Reifen bezogen. Ja. Und erstaunlich gut. Und wir haben uns dann sehr schnell nach vorne gewühlt. Wir waren dann wirklich so, haben wir dann in der Top 20 sind wir rumgefahren, hab mich mit vielen GT3-Autos gekloppt.
Und weil diese Mischbedingungen, die war immer schon meine Welt. Ne? Da habe ich immer Spaß gehabt. Ja. Wir sind genau im richtigen Moment reingekommen zum Räderwechseln, weil auf dem Wetterradar war zu sehen, dass starker Regen kommt. Mhm. Und dann haben wir dann einen Regenreifen drauf gemacht. Und, aber das war wirklich Regen. Ne? Da sind wir echt geschwommen. Also da bin ich teilweise 120 gefahren. Das Ding hat angefangen. Da bin ich dann so die Stadtzielgerade runtergesurft. Okay, krass. Das ist schon heftig. Also da habe ich wirklich alles, was ich mal gelernt habe, beim Autorennen fahren, im Versicherungszentrum. Ich habe alles in die Waagschale geworfen, um dieses Auto nicht rauszuwerfen und bin dann, glaube ich, als 21. oder so reingekommen. Habe das Auto an den Öse übergeben und der hat dann, ich musste ihn leider mit Slicks rausschicken, weil die Strecke war, Dreiviertel war trocken. Okay. Ein kleiner Bereich war nur leicht feucht. Dann habe ich gesagt, gib ihm einen Softslick und dann geht es. Und es ging auch gut, aber dann sagte er plötzlich in der Fuchsröhre, wäre das Heck ausgebrochen, hat irgendwo ein durchdrehendes Rad gekriegt und hat sich dann leider gedreht. Auto war dann ein bisschen beschädigt und da haben wir leider viel Zeit verloren, weil wir hatten dann ein bisschen Probleme mit dem Umbau der vorderen Teile. Dann gab es irgendwie einen Kurzschluss, ist der Feuerlöscher noch hochgegangen und ja gut, war dann auch egal. Also das ist Racing, das passiert und wir wollten ja eigentlich auch nur brav durchfahren. Ja, das eben. War sehr lustig, auch mit dem Tim Schrick. Lustig, den kenne ich auch schon seit 30 Jahren und länger. Ja. Und wir hatten da echt viel Spaß an dem Wochenende. Und der Jens Dralle auch ganz brav gefahren und der war immer sehr ehrfürchtig und ich will nichts kaputt machen. Und, ja, das wäre ich auch. Das wäre meine größte Angst. Irgendwie, ja. Das ist ja immer dieses Verbankspiel, ne? Gas geben und trotzdem alles heil lassen. Ne? Ja, das ist aber das Problem. Du musst pushen. Du musst pushen. Ja. Du musst so ein Auto, so ein Reifen auf Betriebstemperatur halten. Und dann ist es eigentlich sicherer, als wenn du langsam und vorsichtig fährst, weil dann geht gar nichts mehr, da ist keine Haftung mehr. Und also du musst dich dazu zwingen, wirklich so ein Auto zu ballern. Das war auch im Regen, mit den Slicks so wichtig. Du musst selbst dort, musst du ballern. Ich habe die Traktionskontrolle, will nicht sagen ausgeschaltet, aber ich habe sie massiv weggedreht, weil ich wollte Wheelspin haben. Ich wollte auch ein ABS, ich wollte es hart regeln lassen, damit ich einfach Temperatur generiere. Und diese Temperatur hilft dir, dass es funktioniert. Ja. So reden Profis. Das ist der Unterschied, ne? Naja, aber ich bin auch schon jetzt ein bisschen älter, von daher ne? Aber es kommt ja die nächste Generation nach und das nicht ganz erfolglos. Freut mich übrigens total, dass Nico A. im Fernsehen präsent ist und B. auch als Fahrer wieder ordentlich unterwegs ist. Und ja, du hast ja neulich ein Überholmanöver repostet. Mein lieber Mann, das sah schon krass aus. Ja, ist schon schlimm, wenn die Gegner aus der eigenen Familie kommen, oder? Das ist schon übel. Oder? Nimmt mir die Jobs im Fernsehen weg, die Jobs auf der Rennstrecke weg. Also ich rede kein Wort mehr mit denen. Die Mädels abends in der Burg, die da am Tresen stehen. Ja, die auch noch, genau. Ja. Jetzt ist aber gut. Nein, der macht das schon ganz gut und muss man ihm lassen. Und der fühlt sich da auch in seinem jetzigen Umfeld sehr wohl mit seinem Team, mit der Huber-Truppe. Die ja auch, sagen wir mal, so ein bisschen mit ihm zusammen jetzt so diesen Level anheben. Ne? Mhm. Die hatte man früher gar nicht so auf dem Schirm und dann haben sie seit letztem Jahr auch ein SB9, ein GT3-Auto und die werden immer besser, die werden immer schneller und der ist da echt in der Lage, jetzt in der Spitzengruppe mitzufahren. Ich meine, die haben ja auch beim 24er sehr gut ausgesehen. Der Marco Seefried und seine Teamkollegen durch den Restart. Ist ja immer ein bisschen ärgerlich, aber dann sind ja alle, die in einer Runde sind ja plötzlich wieder nah beieinander. Ja. Und dann konnte der Nico durch eine andere Boxenstoppstrategie und so weiter, haben die phasenweise im Fernsehen sogar geführt. Das sieht natürlich schon cool aus, wenn du dann so ins Fernsehen guckst und sagst, ach, der eigene Sohn ist am Führen. Und so haben die sich so nach und nach vorne gerobbt. Und die haben dann auch die Pro-M gewonnen und im Gesamt waren sie Achter. Ja. Schau mal an, ne? Nicht schlecht. Da wird schon nochmal, irgendwann wird das gewinnen. Ja, ich glaube, zweitbester Porsche und ist schon toll. Also freut mich für die kleine Truppe auch, ne? dass die einfach mit solider Arbeit sich da so inzwischen so an die Werksteams ranroppen und denen so richtig so immer schön beständig ans Bein pinkeln. Das ist so meine Welt, da habe ich Spaß dran, finde ich gut. Ja. Ja, und Fernsehen macht er ja auch mit dem Dirk Adolf zusammen. Ich finde die Übertragung sehr unterhaltsam, sehr informativ. Für mich ist da alles drin, was ich von einer Fernsehübertragung erwartet. Ja. Es gibt immer Leute, die meckern. Es ist Wahnsinn, was die auch alles so an meckern. Also Standardmeckern ist ja immer die Werbung, aber die war bei dem Sender, der es vorher gemacht hat, übrigens auch. Das ist so. Das Ganze muss bezahlt werden. Das lässt sich leider nicht ändern. Das ist immer schon so gewesen. Ja.
Aber ansonsten ist da alles drin, was ich brauche. Ja, auch Yves Scheer in der Boxengasse, immer sehr unterhaltsam. Die Yves kennt alle. Die ist wirklich voll im Thema. Die stellt keine blöden Fragen oder so. Also ich fühle mich da immer sehr gut abgeholt. Ja, da ist alles drin, was ich als Racer, sagen wir mal, gerne sehen, hören möchte. Ja. So, schalten wir jetzt alle ein. Nico, ich muss auch sagen, die machen einen riesen Job und ich finde, die wirken unheimlich eingespielt. Aber ich glaube, natürlich kennt Nico die auch alle schon über dich, schon ewig und so und ist da ja auch in dieser ganzen Szene zu Hause und lebt da und von daher ist das eine runde Geschichte. Also das muss ich auch sagen, gutes Team. Das ist ja das Erfolgsrezept. Ne? Wenn du natürlich, jetzt ist er auch noch selber aktiv, das ja, macht die Sache ja noch auch mal nicht uninteressant. Und ich habe ihn gefragt, ich habe gesagt, warst du bei allen Fahrern? Da sagt er, ja, sagte er, ich habe mit allen Fahrern im Vorfeld gesprochen. Also der war bei den Tests mit dabei, da hatten sie dann 2 Tage Zeit, mal so ein bisschen durchs Fahrerlager zu latschen. Und er geht aktiv auf die Fahrer zu und sendet auch ganz klar das Signal, dass auch alle ihm etwas erzählen dürfen, wenn sie wollen. Mhm. Ja? Und das ist natürlich in Summe dann für den Konsumenten am Ende gut. Ne? Weil du kannst halt viel mehr über die Fahrer erzählen. Und der Dirk kennt ja auch die Szene sehr gut. Und ich finde wirklich, wenn ich dir so zuschaue, ich beobachte das ja dann auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Ich beobachte den Zeitenmonitor, sehe Sektorzeiten. Und wenn ich dann irgendwas Grünes oder Purple sehe dann und denke, aha, da ist aber einer gut unterwegs. Und dann ist es manchmal wie Gedanken übertragen. Dann heißt es dann so, hey, Purple, da ist aber einer richtig schnell. Wo ich sage, ah, vielen Dank. Ja? Das kriegen die halt auch mit. Und das ist halt das Schöne. Ja, ja cool. Ja, cool, nee, so cool. Habe ich dann eigentlich ganz, ganz gut zu tun, also wirklich jetzt. Also 24 Stunden war wirklich sehr schön. Würde mich auch freuen, da noch mehr machen zu können. Das Auto fuhr toll, wirklich. Ich bin total begeistert davon. Und wir hatten keine Probleme, überhaupt nichts. Das Auto fuhr und fuhr und fuhr. Das war auch in den NLS-Rennen im Vorfeld schon so. Das Auto ist neu, das darf man nicht vergessen. Dafür haben wir wirklich sehr, sehr wenig Probleme, ja. Und es ist ein cooles Auto mit dieser Kanzel, die man nach vorne abklappt, oder? Um rein und raus zu kommen. Ist ein bisschen komisch, ne? Wenn du da so den Hebel ziehst und dann geht dann so eine Kanzel auf, dann kommst du dir schon so ein bisschen vor wie so ein Kampfjet-Pilot, ne? Ja. Und ein- und aussteigen ist ein bisschen mühsam, aber es geht eigentlich doch ganz gut. Viele fragen mich immer, was ist denn, wenn du die Kanzel nicht aufbekommst? Wir können rechts und links haben wir noch so Seitenfenster. Und die sind bewusst so konstruiert, dass du die quasi aufschlagen kannst. Also wenn ich jetzt wirklich will, dann kann ich... Auf dem Dach legen solltest, ne? Kommst du da trotzdem raus. Oder irgendwie die sehr verklemmt und man kriegt es nicht auf oder so. Ja. Dann kannst du schon, wenn du den Gurt löst und so, und dich dann kannst du schon mit dem Ellbogen kannst du die Scheibe raushauen. Ja, das geht. Okay. Und dann kannst du da auch raus. Das funktioniert, ja. Motörchen ist ein schöner Motor. Ist ein Audi 5-Zylinder drin. Und der hat, wenn wir es wollen, hat er bis zu 600 PS. Klingt gut. Was sehr schön ist, da freue ich mich darauf, wir werden dieses Rennauto auch bei Fastlap bald mal fahren. Okay. Außerhalb der Wertung, fairer halber. Ne? Ich meine, wir können den ja nicht mit Straßenautos vergleichen, aber wir wollen da auch mal aufzeigen, was so ein Auto dann primär kann im Vergleich zu Straßenautos. Das ist dann immer doch nochmal ein Riesensprung, ne? Zu den Supersportwagen. Also vom Supersportwagen zum Rennauto finde ich, glaube ich, also was man allein im Fahrwerk da rausholen kann, das ist dann doch nochmal was anderes, ne? Ein großes Thema ist halt immer Aerodynamik, ne? Abtrieb ist halt gut, aber da haben unsere Supersportwagen inzwischen auch Downforce wie die Sau. Wir hatten letztens bei Fastlap diesen AMG, den Black Series da, ja, und leck mich am Arsch. Da ist hinten ein Brett drauf. Bist du verrückt? Und dann gehen die hin und haben in der Mitte nochmal die Möglichkeit, eine Fläche ungefähr so groß, in der Mitte den Flügel nochmal hochzuklappen. Okay. Bei 250 klappt der wieder ein. Ja. Ja. Okay. Das konnten wir auf den Daten sehr schön erkennen, dass mit anderen Autos, die ähnlich viel PS hatten, dass wir bis 250 war er auf der Geraden langsamer. Ja. In dem Moment, wo dieses Element einklappt bei 250, fängt er an, wieder aufzuholen auf den anderen. Also da kannst du sehen, was alleine diese Flügelfläche, die wir hochklappen, was das an Luftwiderstand bedeutet, aber auch gleichzeitig Abtrieb. Mhm. Ja. Und jetzt ist Mendig, aber bei Fastlap, die Strecke ist nicht unbedingt das beste Pflaster für den AMG,
weil der lebt natürlich durch seinen enormen Abtrieb davon, dass er halt Kurven braucht. Viele schnelle Kurven, die wir dort so nicht haben. Wir haben zwar auch viele Kurven, aber meistens engere Kurven, zweite, dritte Gangkurven und Bremsen, Einlenken, wo die Aero so nicht so stark zum Tragen kommt. Ne? Okay. Und aber trotzdem sehr beeindruckendes Auto. Ist also auch völlig verrückt. Auch die Reifen, das sind ja fast Slicks. Ne? Da ist ja der Michelin, der Cup R drauf und da gibt es sogar noch mal zwei Mischungen für Medium und Hard, also verrückt. Erstaunlich, was da Privatfahrer inzwischen zugemutet wird, ne? Zugemutet? Naja. Die Qual, die müssen der Qual. Naja, ja, nein. Klar, die Qual der Wahl und was die für ihre Tracktests da schon an Auswahl haben. Früher hast du ein Auto gekauft und bist gefahren und heute kannst du, wie du sagst, zwischen Reifenmischung wählen und noch an der Aero rummachen und das ist ja wahrscheinlich auch noch alles programmierbar, oder nicht? Nö, das jetzt nicht unbedingt, okay. Nicht programmierbar, aber naja, klar, ich meine, wenn du siehst, was es für so ein GT3 Porsche alles an Optionen gibt, den zu verbessern, indem du hingehst und baust da so ein 3- oder 4-Wege-Dämpfersystem ein und noch mehr Aero und das ist schon geil. Also es ist aber auch ein gewisser Reiz mit dabei. Ne? Ich finde es immer herrlich, wenn du dann so bei einem Trackday Nordschleife und du kommst dann so auf den Parkplatz und dann schlägst du die Lenkung ein und dann dieses glühend heiße Auto und liegst unterm Auto, T-Shirt komplett verschmutzt und fängst an, dann unterm Auto so die Druckstufen, Zugstufen zu verstellen. Ja. Ein bisschen Schraubendreher da ist ja geil, oder? Herrlich. Mega, also ich fände das ja langweilig, wenn man das im Auto verdrehen könnte. Ja. So muss das sein. Toll. Naja, aber das ist schon richtig. Also es gibt inzwischen wirklich eine ganze Menge Rennsporttechnologie, die in diesen Straßen Sportwagen hier zu Hause gefunden hat. Ja. Also, das ist ja doch noch so eine kleine Übertragung vom Rennsport auf die Straße. Aber nein, die gibt es immer noch. Das ist dieses, dass das immer so in Frage gestellt wird, finde ich eigentlich schade. Weil alleine schon so, wenn du siehst, die Ingenieure, die Motorsport gemacht haben, ja, das ist ein ganz anderer Schlag Menschen, mit denen du dann zusammenarbeitest, auch in der Serienentwicklung, wie jetzt mit jemandem, der da ja, immer nur auf seinem Bürostuhl saß und sitzt. Und ja, die gibt es ja auch. Mein aktueller Podcast-Gast ist ja gerade Thomas Ammerschläger. Das ist ja der Vater des Turbo Capri und des BMW M3 übrigens ja auch. Ne? Ja. Netter Mensch. Nach, ja, ganz, ich ganz netter Mensch. Ammerschläger immer sehr nett. Wenn der mich sieht, der liegen ja wirklich, ist ja doch ein Zeitraum dazwischen. Ne? Und der hat mich irgendwann mal angesprochen vor 20 Jahren und hat dann gesagt, ach, guten Tag, Herr Menzel. Und ich war dann total irritiert, dass der mich kennt. Und dann hat er dann sofort gesagt, ja, in den 70er Jahren gab es ja den Harald Menzel, aber mit dem haben Sie ja nichts zu tun. Ne? Also der war dann schon, der wusste dann, hat schon die Hintergründe so ein bisschen gekannt und so. Und aber ist ein sehr angenehmer Typ. Und wir müssen froh sein, genau wie dieser Podcast mit Mike Kranefuß, der war ja wunderschön. Was hat dieser Mann für geile Geschichten erzählt? Wahnsinn, oder? Und wie offen er über die damaligen politischen Verhältnisse gesprochen hat und wie das vor 40 Jahren schon war, wenn du da innerhalb eines Konzerns da so Vollidioten sitzen hast, die keinen Plan haben von nichts, ja, und du wirklich versuchst, gebetsmühlenartig irgendwie über kleine Kanäle Geld locker zu machen und es nach außen aber für den Konzern immer noch gut aussehen zu lassen. Und wie er dann schon sagte, da gewinnt man 94 mit Schumacher eine Formel 1 WM und die machen nichts draus. Ne? Hat es keinen interessiert. Ja, nichts draus. Das ist typisch. Ja. Guck dir das doch mal an. Und ich beobachte das ja auch bei anderen Konzernen, dass da Leute in der Konzernspitze sitzen, die alles können, aber kein Herz fürs Auto haben. Die wissen teilweise gar nicht, worum es da geht. Das sind reine Zahlenmenschen. Sonst gäbe es doch nicht so viel Schrott auf der Straße, den wir da fahren müssten teilweise. Das ist gemacht von Leuten, die überhaupt kein Automobil leben. Ja. Und so Leute wie Ammerschläger, Werner Frohwein, und da gibt es eine Menge Namen. Das sind alles Typen, die im Motorsport groß geworden sind und die später, sagen wir mal, in den Serienbereich reingegangen sind und die dort immer noch ein Racing-Herz hatten. Ganz genau, das wollte ich nämlich sagen. Der Ammerschläger war für die Fahrwerke verantwortlich beim BMW E38, E39, E46. So wirklich meine Autos in den 90ern, die ich immer angehimmelt habe. Und da hat BMW, finde ich, noch richtig, oder noch, aber richtig gute Fahrwerke gehabt. Und er hat irgendwie im Podcast gesagt, Leute denken immer irgendwie ein gutes Fahrwerk, ein gutes Sportfahrwerk muss hart sein. Das stimmt aber gar nicht. Das haben sie bei BMW jetzt irgendwann mal wieder vergessen. Ich glaube, da ist was dran. Und darauf wollte ich hinaus, ne? Dass das eben nicht immer alles nur mit Härte zu holen ist, sondern dass du auch ein komfortables Auto schnell fahren kannst. Ne? Ja, es geht final um ein Fahrerlebnis. Ja, genau. Und natürlich gibt es auch
am Ende des Tages immer vielleicht auch mal einen Messwert, den man haben möchte. Aber nee, komm, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, wenn ja, da können wir ja extra Sendungen machen, wenn ich da mal aus dem Nähkästchen erzählen würde, wie ich teilweise Sportwagen, sogenannte Sportwagen vor mir stehen habe, wo ich dann sage, hey Leute, wer macht es da bei euch? Da sind ja grundlegende Dinge angefangen, Reifenentwicklung, ja. Mhm. Der Reifen ist die Verbindung zur Fahrbahn. Mhm. Damit kann ich ganz, ganz viele Parameter steuern, angefangen vom Komfort bis hin zur Fahrdynamik, wie sich ein Auto anfühlt, wie viel Grip ich habe, was ich finalen Rundenzeiten fahren kann, wie die Beherrschbarkeit ist und was da teilweise an Schrott hingestellt wird. Schrott. Erstaunlich. Und dann siehst du wiederum so eine Firma, jetzt werden die alle sagen, ja, dann siehst du, wie geil das Porsche macht. Ehrlich, mhm. Das ist sensationell. Wie die hingehen und mit welch einer Mühe und Akribie, die, egal welches, ob es ein 911er ist, bis hin zu einem Macan und Cayenne und weiß der Teufel was, wie diese Apparate durch die Kurve ballern und dann auch gleichzeitig siehst, wie viel Mühe die sich geben mit der Reifenentwicklung, dass also der Reifen zum Auto passt, dass sie dem Hersteller ganz klar sagen, das sind die Vorgaben, wenn du bei uns in die Serie kommen willst, ja, dann muss der Reifen genau das können und ansonsten kommst du nicht in die Serie. Und damit kannst du natürlich wahnsinnig viel bewegen und es kann ja nicht sein, dass ein Cayenne Turbo S Coupé schneller durch die Kurven fährt wie ein deutsches Turbo-Power-Kombi-Auto, was 500 Kilo weniger wiegt, fährt langsamer durch die Kurven wie so ein Riesenauto. Tut weh, oder? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war, aber das tut wirklich... Keine Ahnung, ich habe es auch wieder vergessen, müsste Fastlap gucken. Da würde ich ja im Boden versinken, ja. Und dann sprichst du die Leute an, die da mitarbeiten und sagen, was macht ihr eigentlich da? Dann sagen die, bitte, komm. Lass uns nicht drüber reden. Ja. Wir sind mit dem Umbruch zur Elektromobilität beschäftigt, werden Sie sagen. Keine Ahnung. Ja, das ist so. Das ist so ein Feedback, was ich auch oft bekomme von Leuten aus der Serienentwicklung. Es ist erstaunlich, wo die Prioritäten inzwischen liegen, aber ich glaube, wir geben momentan viel auf. Aber ist es nicht toll, dass wir im Porsche Supercup zum Beispiel genau das Gegenteil tun? Dass wir sagen, ja, wir fahren mit E-Fuels. Mit E-Fuels, Porsche möchte ganz klar ein Zeichen setzen und sagen, hey, wir wollen da auch mal aufzeigen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Mich wundert, dass in der Formel 1 noch nicht gemacht wird. Wundert mich auch, ja. Aber wir machen es. Im Supercup wird es gemacht. Und ich weiß gar nicht, wo der Strom herkommen soll zukünftig. Aber das überlasse ich den Experten. Hat man das eigentlich gehört, dass hier vor der Tür gebaut wird? Wir haben 3 Monate lang, sind alle Parkplätze in meiner Straße gesperrt. Also ich glaube, 60 Parkplätze fallen jetzt hier 3 Monate lang weg, weil hier neue Stromkabel verlegt werden müssen. Genau. Unsere Erdölvorkommen werden verbraucht, weil man so viel Stromkabel verlegen muss. Ja. Den ganzen Tag. Ey, das ist unfassbar. Ich bin da irgendwann mal hin, sage ich, wofür brauchen wir denn? Was ist denn das hier eigentlich, was hier verlegt wird? Sagt er, neue Stromkabel. Ja, echt, wofür denn, sagt er, ne? Weil am Ende der Straße 3 Leute ihre Autos aufladen wollen. Nein, es ist tatsächlich dem geschuldet, ne? Dass da ja, so viele Leute jetzt Wallboxen sich haben subventionieren lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt einfach nur ein politisch gewählter Weg ist, den man momentan so diese Parolen raushaut, wie 2025 kommt der letzte entwickelte Verbrennermotor von uns in die Serie, ich weiß nicht. Naja, in China bauen sie ja weiter Verbrenner und das ist ja der größte Hohlraum eigentlich, ne? In den Köpfen der sogenannten Automanager. Da bin ich gleich auf 180. Wenn wir das jetzt anfangen, hat Konrad Adenauer mal gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, ja? Genau das ist das. Es wird genauso kommen, du wirst es sehen. Die Mehrzahl der Leute, die das jetzt mal alles mit auf den Weg gebracht haben, die werden wir in 2-3 Jahren nicht mehr sehen und dann gibt es vielleicht auch wieder neues Denken, Umdenken und vielleicht braucht man auch diese Aussagen, um irgendwelche Milliardensubventionen abgreifen zu können. Ich habe keine Ahnung, ob das, inwieweit, weiß ich nicht. Ich wundere mich halt auch nur und wir sind ja alle viel unterwegs und ich weiß nicht, wie diese Mobilität flächendeckend abgedeckt werden soll in Form von Elektro und Versorgung der Autos und ich weiß nicht. Ist doch egal. Keine Ahnung. Ist doch egal. Das schert ja die Politiker nicht. Die fahren ja weiterhin, die fliegen ja weiterhin durch die Gegend. Doch jetzt gerade die Partei von dem Martin Sonneborn, der hat ein lustiges Schaubild gerade irgendwie veröffentlicht, weil die Ursula von der Leyen, die haben ja diesen Ökopakt da irgendwie beschlossen und die ist jetzt
mit ihrer Delegation von Hauptstadt zu Hauptstadt geflogen und hat sich überall dafür feiern lassen. Aber die sind halt überall hingeflogen. Das hätte man auch per Zoom machen können, ne? Wenn man schon so auf Öko ist. Also ich, das ist alles so widersprüchlich und alles so ein Quatsch, irgendwie, was da passiert. Aber mal gucken, wo es hingeht und mal gucken, wo wir im September landen. Ob es schlimmer wird oder ob es besser wird, mal sehen. Dieser Welle der Gutmenschen muss man ja immer mitschwimmen bei jeder Gelegenheit. Ja, es ist schon, wir leben echt in einer kranken Welt, ne, wie man immer versucht, so, wenn jemand stirbt, dann war es plötzlich so, dass man, das war der beste Freund und die Anteilnahme ist groß, wo ich dann sage, du Heuchler, ja, gar nichts war da. Also wenn ich, ja, na klar, man kann ja sagen, tut mir leid, aber dann muss man jetzt nicht nur so tun, als wäre man Best Friend gewesen wäre. Mhm. Und so ist das mit allen Dingen. Das ist dieses Mitschwimmen auf so Trauerwellen und da kann man halt heutzutage eine Menge Follower und seine Reichweite mit erweitern und kommt immer gut. Ja. Und es gibt leider viel zu viele Menschen auf der Welt, die auch so blöd sind und dann sagen, ja, das ist aber fein. Da schwimme ich jetzt auch mal mit auf der Welle. Ja? Das ist sensationell. Ja, es ist so. Ja? Sagen jetzt nicht, über wen wir reden. Guck dir mal an, da gibt es Leute, die wollen mir in einem Moment was von Nachhaltigkeit erzählen, was ja generell gut ist, finde ich ja in Ordnung. Ja? Wir sollen, jeder kann ja versuchen, seinen Beitrag zu leisten. Und dann sagt er dann zu mir, ja, also ich heize mit Holz. Und dann guckst du den seinen Ofen an und sagst, das ist ein tolles Ding. Du produzierst hier dem Teil mehr Feinstaub, wie der ganze Ort, in dem du lebst, mit den Autos. Ja? Sensationell. Super. Oder also, bei euch da in Hamburg, ein Traum, oder? Da werden, ja, da wenn, die, die wenn die Schiffe Straßen, ihre Motoren anlassen. Ne? Ja, genau. Das ist so absurd. Völlig Panne. Ja. Ja. Sensationell. So. Ich weiß auch nicht, was man dazu noch sagen soll. Also ich glaube, man das kann sich dem fast nur ergeben, irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Christian, was fährst du? Fahrrad, Leute. Und ja, eben, das ist ja das Einzige. Ja. Es ist das Einzige, funktioniert, ist Verzicht. Verzicht ist die einzige Lösung, ehrlich gesagt. Ja. Also mal eine Reise, mal eine Flugreise ausfallen lassen, mal eine Schiffsreise ausfallen lassen, vielleicht Kurzstrecken mit dem Fahrrad fahren, ist das Einzige, was bringt. Elektroauto ist nicht die Lösung, Verbrenner weiterhin zu betreiben ist nicht die einzige Lösung, aber es gibt viele Lösungen, aber Verzicht ist das, was der Umwelt am meisten hilft. Ja, wahrscheinlich was schon. Was anderes nützt einfach nichts, ne? Aber gut. Gibt es auch noch schöne Themen, oder ist das ja, es gibt, wir sind, glaube ich, du, wir reden seit anderthalb Stunden. Bitte? Scheiße. Was hatten wir gesagt? Wir machen heute aber nur mal kurz, nur eine halbe Stunde, oder? Mein Gott. Ja, so war der Plan, ja. So war der Plan, genau. Christian, du hast viel vor. Die wichtigste Frage jetzt zum Schluss. Du hast es anfänglich angedeutet. Was sagt ein Christian Menzel, wenn er sich auf den Friseurstuhl setzt, wie die Haare geschnitten werden sollen? Ich sage immer zu dem nur ein bisschen. Ich dachte, du sagst, kennst du den Carsten Arndt? So hätte ich gerne meine Haare. Ja, unbedingt. Herrlich. Ein bisschen ausgedünnt. Okay. Ja, aber wenn du die, der Trick ist ja immer der, ne? Ich hab immer schon so einen hohen Haaransatz. Ja. Aber du musst einfach gucken, dass diese Fläche hier, dieser Teil, dass der sehr lang bleibt und den einfach nach vorne. Dann siehst du so aus wie ich und ich meine, ich sehe ja blendend aus. Letztens fand ich ja die auch schönsten letzten Worte dieses Podcasts. Was war letztens? Letztens hat ja einer irgendwie, der Test ist gut, aber die Frisur eine Katastrophe hat. Also da war ich mir gar nicht sicher, ob es nett war, gemeint war oder sogar wirklich ernst. Und da hat ja einer drunter geschrieben, dass er überhaupt nichts checken würde. Das sind keine Haare, das sind Sensoren, die den Fahrzustand des Fahrzeugs abgreifen. Also ne? Ja, Querkräfte, Längskräfte. Wahrscheinlich und, ist das dran. Und, ne? Ich bin froh, noch ein paar Haare zu haben. Ja. Und viele meiner Kollegen, die teilweise sogar deutlich jünger sind, die lästern über mich, aber auch nur, weil sie wirklich nichts mehr im Kopf haben. Ne? Ja. Das ist das. Bei mir ist es ähnlich. Es ist der Neid, es ist der Futterneid. Christian, ja. Vielen herzlichen Dank für deine ganze Zeit und für deine launigen Geschichten und vor allem für deinen Ausblick auf das, in deinen Einblick in dein Leben, was wirklich, wo ich wirklich neidisch drauf bin. Wo du mein Leben kommst, was Leben du alles machst. In mein Privatleben kommt hier keiner rein. Da wollen wir natürlich nicht tauschen. Ja? Aber hier 24-Stunden-Rennen und Carrera Cup Advisor. Und ich freue mich auf viele weitere spannende Rennen und ich freue mich, wenn wir uns dieses Jahr nochmal sehen irgendwo. Vielleicht beim Nürburgring. Ja, OGP mal gucken, vielleicht. Mal gucken, ob ich da bin. Oldtimer Grand Prix, ja. Könnte sein. Vielleicht habe ich Zeit, dann würde ich da mal vorbeischauen. Ja, mal gucken. Und ansonsten
komme ich mal im Fahrsicherheitszentrum vorbei, wenn du mal wieder da bist. Das wollten wir immer machen, ne? Ja, ich weiß. Ja. Sei mir nicht böse, aber ich bin bis Mitte Oktober, Mitte August bin ich bis bei mir Land runter. Machen wir es danach, das ist eh spannender, ja, wenn es mal wieder ein bisschen regnet. Ich bin ja der Typ für wechselhafte Bedingungen. Wir machen Regen, wir haben riesige Speicherbecken, wo das Wasser gesammelt wird und mit dem Wasser bewässern wir unsere Flächen. Ja. Okay. Wir haben früher mal einen massiven Fehler gemacht, auch eine gute Geschichte, als das Zentrum recht neu war, 1995 war das, da war auch so ein Megasommer. Wochenlang nur Sonne, Hitze und also es gab auch damals schon ja, die Erderwärmung. Und dann passierte Folgendes. Wir haben damals, war unser Wassersystem so, dass wir das komplette Areal Nürburgring, also alle Kanalsysteme, das Abwasser, also jetzt nicht Toilette, aber einfach so, was wenn Regen ja, in den Kanal reinläuft, und dann lief das quasi unten einmal durchs Speicherbecken vom Fahrsicherheitszentrum und von da aus weiter runter in die Kläranlage, einen Ort weiter. So, jetzt war damals Rock am Ring. Kannst du dir vorstellen, was da los war. Ne? Da sind ja, keine Ahnung, 150.000 Menschen auf kleinstem Raum und die suchen ja in den seltensten Fällen die Toiletten auf. Da wird ja wirklich in jeder Ecke hingeschissen und hingepisst. Und dann traditionell, wie es immer so ist, gibt es dann bei Rock am Ring, das ist immer so, gibt es Unwetter. Die gab es damals auch. Es hat dann stundenlang geschüttet und es war der helle Wahnsinn, wie viel Wasser runterkam. Und dann war es damals wirklich so, dass die ganze Scheiße und die ganze Pisse, ja, einmal, die aufgefüllt, ne, die ist einmal durchs Speicherbecken vom Fahrsicherheitszentrum gelaufen. Ein Tag danach, ja, war dann wieder Sonne, sehr heiß. Und wir haben uns dann gewundert, warum das auf dem Gelände so nach Pipi und Kacke stinkt. Weil ihr es da drauf gespritzt habt. Und dann sind wir runtergegangen an das Speicherbecken und haben dann diesen Wahnsinn gesehen. Da war das komplette Speicherbecken, war eine Schaumschicht obendrauf. Oh. Ja. Oh. Und ja, kannst du dir vorstellen, ne? Wahnsinn, oder? Und dann, ja. Und es war auch sehr schwer, das unseren Teilnehmern zu erklären, warum das so ein bisschen riecht und so. Ne? Aber Gott sei Dank, Mutter Natur, die löst so nach und nach das Problem. Es hat dann doch mal öfter geregnet und dann wurde es besser. Was verdünnt genug. Und wir haben dann aber danach, haben wir dann gewusst, wir müssen da was ändern in der Art und Weise, wo wir unser Wasser herholen. Und dann hatten wir dieses Problem nicht mehr danach. Ja. Okay, schön. Aber jetzt ist ja Rock am Ring, hat sich ja eh gerade erledigt, von daher. Ja, jetzt, genau. Ja, sollen wir aufhören? Ja. Ja, ich muss jetzt mal den Ort fahren, Friseur. Christian, mach das. Lass dir von der hübschen Österreicherin die Haare schneiden. Mach keine Dummheiten. Hab viel Spaß beim kommenden Formel-1-Rennen und danke nochmal für deine Story. Okay. Tschüss. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.